Moin Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin ja auf großer Weltreise unterwegs und begleite das Ganze kulinarisch auf meinem Trangia. Diesmal frisch zubereitet Fårikål. Das ist das norwegische Nationalgericht. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Alles, was ihr zum guten Gelingen braucht, ist Weißkohl, Lammfleisch, Pfeffer, Salz, Mehl und Wasser. Der Weißkohl wird schön in Scheiben geschnitten und das Mehl praktischerweise in einer Panierform ausgebreitet. Wir beginnen ganz profan mit dem Wasser, das in den Topf kommt, und dann wird das Ganze schön gesalzen. Mit einer anständigen Prise Salz. Durch den aufsteigenden Wasserdampf wird das Gargut später schön gewürzt. Aber so weit sind wir noch lange nicht, denn vorher wird das Fleisch noch meliert und sogleich in den Topf gelegt. Und zwar alles schön nebeneinander. Dadurch bekommt das Fleisch mehr Geschmack und verleiht ihm eine ganz besondere Saftigkeit. So steht es zumindest in dem Kochbuch von meiner Großmutter. Und dem wollen wir dann doch auch Glauben schenken. Das Lammfleisch ist wunderbar platziert, dann geht es jetzt weiter mit dem Weißkohl, das auf das Lammfleisch geschichtet wird. Dann schon mal würzen mit Pfeffer. Ich nehme die Pfeffermühle. Im Originalrezept soll man eigentlich Pfefferkörner nehmen, soll besser für den Magen sein, aber ich hasse es, auf Pfefferkörner zu beißen oder diese nachher auf dem Teller auszusortieren. Weiter geht es mit der zweiten Schicht. Dazu wird erneut das Lammfleisch meliert und auf den Weißkohl gelegt. Ins Deutsche übersetzt heißt Fårikål übrigens Lamm im Kohl. Und wie ihr seht, ist da auch gar nicht viel mehr drin. Fårikål ist ein fantastisches One-Pot-Gericht. Und auch in Norddeutschland durchaus ein Begriff. Wird im Herbst in einigen Restaurants an der nordfriesischen Küste als Lammeintopf angeboten. Und das ist dann eine absolute Delikatesse. Denn die Schafe, die weiden traditionell auf den salzigen Wiesen und Deichen, also direkt an der Nordsee. Und das macht das Fleisch einzigartig zart und saftig. Zugegeben, nicht jedem ist es vergönnt, fantastisches Lammfleisch an der Ladentheke zu bekommen. Daher nur als kleiner Tipp, fragt einfach mal im türkischen Geschäft nach. Dort erhaltet ihr in der Regel Fleisch von heimischen Tieren. Muss ja nicht unbedingt ein Import aus Neuseeland sein. So, die zweite Schicht ist vollendet. Da aber noch Weißkohl vorhanden ist, kommt noch eine dritte Schicht Kohl hinzu. Das Ganze dann nochmal schön pfeffern. Mit dem Pfeffer müsst ihr auch nicht sparen, denn es ist durchaus gewollt, dass das Gericht eine pfeffrige Note bekommt. Jetzt ist es an der Zeit, den Trangia zu starten und den Topf mit dem Fårikål draufzustellen. Zum Schluss mit Wasser auffüllen und zum Kochen bringen.
Das Ganze köchelt jetzt so um die 60 bis 90 Minuten, beziehungsweise so lange, bis das Fleisch zart ist und vom Knochen fällt. Das dürfte jetzt der Fall sein. Wir schauen mal nach und ja, das duftet schon mal herrlich. Es darf serviert werden. Übrigens hat dieses norwegische Gericht auch einen eigenen Feiertag, den Fårikåltag. Der wird jedes Jahr am letzten Donnerstag im September gefeiert. Das dürfte der wohl beste norwegische Lammeintopf der Welt sein. Ich wünsche guten Appetit. Ach, übrigens, traditionell isst man dazu Kartoffeln. Viel Spaß beim Nachkochen und solltet ihr keinen Trangia zur Hand haben, gelingt das Ganze auch auf dem heimischen Herd.